Die Grüne Landtagsfraktion möchte euch gerne einen kurzen Bericht geben, nämlich im grünen Finanzviertel, was wir im ersten Quartal so alles gemacht haben. Wir konnten feststellen, es war ja auch in den Medien, dass die Porzellanmanufaktur Meißen nach wie vor das Sorgenkind des Freistaates bleibt. Wir haben damals gesagt, der Freistaat hat eigentlich dreimal das Porzellan bei sich selber gekauft. Wie das geht, das will ich euch kurz zeigen. Im Jahr 1991 wird der Freistaat alleiniger Eigentümer, das heißt Gesellschafter der Porzellanmanufaktur Meißen GmbH. Er erwirbt das ganze Ding für 8 Millionen, damals noch D-Mark. Im Laufe der nächsten Jahre flossen aus jedem Haushalt, aus dem Staatssäckel, Darlehen und Zuschüsse an die Porzellanmanufaktur Meißen. Und dann passierte was ganz Absonderliches. Es gab zwischendrin eine Expansionsstrategie, die ziemlich zweifelhaft war. Man wollte expandieren in Südamerika, Flexstore in Mailand, Asien, und der Schuss ist nach hinten losgegangen. Das heißt, eigentlich ist ziemlich viel Porzellan in Scherben gegangen. Was konnte man machen, um das ganze Ding noch zu retten? Der Freistaat Sachsen hat im Jahr 2014 die Stiftung Porzellanmeißen gegründet und hat für 15 Millionen von der Porzellanmanufaktur Meißen die Objekte und Form rausgekauft. Interessant ist dabei, er ist hier 100% Eigentümer bei der Manufaktur und er ist auch bei der Stiftung 100% Eigentümer. Er hat sich also sein Porzellan zum dritten Mal gekauft. Man könnte dieses Traditionsunternehmen Meißen, was zu Sachsen gehört, was wirklich ein Stück sächsische Traditions- und Produktionsgeschichte ist, auf seinen Markenkern zurücknehmen. Das heißt dann auch, auf lange Sicht nicht noch mehr Steuergelder da rein zu versenken, wie es in den letzten Jahren passiert ist. Wir hatten natürlich Haushalts- und Finanzausschuss und da hat uns der Sächsische Rechnungshof einen Sonderbericht vorgelegt. Dieser Sonderbericht läuft unter Verschlusssache, das heißt nicht öffentlich. Worum ging es denn in dem Sonderbericht? Es ging um Sicherheitsleistung und Bergbau. Das ganze Ding ist brisant, es ist als Verschlusssache geblieben, wir wollten es gerne öffentlich, mein Kollege Gerd Lippold hat da viel dazu gemacht. Das könnt ihr alles nachlesen auf unserer Fraktionshomepage und wir beobachten das weiter und wir hoffen sehr, weil es hier um viel Geld geht, dass es uns gelingt, das Thema noch öffentlich behandeln zu können. Ansonsten haben wir natürlich uns viel Mühe gegeben und haben unter anderem einen Antrag für euch eingereicht. Und zwar ist das ein Antrag, der sich mit dem Thema Kreisgebietsreform beschäftigt. Ihr wisst, dass vor 10 Jahren, mittlerweile 2008, aus 22 Landkreisen 10 Landkreise gemacht wurden. Und damit hatte man große Ziele, große Vorstellungen von finanziellen Einsparungen, die die Haushalte in den Kommunen entlasten sollte, was den Bürgern zugutekommen sollte, die Verwaltung sollten effizienter werden. Wir wollen das einfach wissen, hat es tatsächlich das gebracht, was man wollte, oder hat es seine Ziele verfehlt? Unseren Antrag, den haben wir eingereicht, den könnt ihr nachlesen im Landtag öffentlich unter 9493. Und ihr seid herzlich eingeladen, am 25. Oktober ab 10 Uhr im Sächsischen Landtag der öffentlichen Anhörung beizuwohnen. Ihr könnt euch das anhören, da kommen Sachverständige, wo es um dieses Thema Gebietsreform gehen wird in Sachsen. Und wir denken, dass es eine spannende Sache wird. Wir freuen uns über eure Rückmeldung und hoffen, dass euch unser erstes grünes Finanzviertel 2017 gefallen hat. Bis zum nächsten Mal.